Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thief Comparison. Jetzt habe ich wieder ein wenig Aufnahmepause gemacht dazwischen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wohin ich muss, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mit diesem Schiff die Karawane nach Klagenfurt bringe. Von Klagenfurt wird die Karawane darüber fahren nach Oakland und von Oakland wird sie mit einem Schiff zu den Azteken gebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre, ein Schiff auszurüsten, das von hier zu den, von Chicago aus zu den Azteken fährt. Ich glaube, ich werde eines von meinen Schiffen nach Chicago abordern und von hier zu den Azteken fahren. Vielleicht sogar mit diesem Schiff, was ich da gerade habe. Na okay, gut. Machen wir das vielleicht sogar. Hier bauen wir auf jeden Fall unsere, wie sagt man, Infrastruktur aus. So, Wein. Ist ein Pisa Wein? Nein, gell? In Bukdum brauchen wir Wein. Sonst nicht, nein. Okay. Und, das will ich jetzt auch mal ganz schnell nachschauen, mit wem ich im Krieg bin. Oh, wir sind mit den Römern im Krieg. Okay, was versuchen wir zu erobern? Pisa oder Pompeji? Naja, nehmen wir Pisa. Pisa ist gut. Oh, 2000 Goldstücke, bist du wahnsinnig ganz schön teuer. Oh, die Stadt ist auch mehr oder weniger direkt neben der Hauptstadt. Viel teurer wird es wohl nicht und relativ groß ist sie auch noch. Okay. Passt eigentlich. Schauen wir mal. So, du bist das Schiff, das da die Verbindung zu den Zulus aufrechterhält. Warte mal, sind wir mit denen eigentlich auch wieder im Krieg oder noch nicht? No, Ceasefire, passt. So, dann kommen wir auch mit dem Eisenbahnnetz verbunden. Gut. So, du fährst mit dem Schippernackel mit. Du wartest auf ein Schiff, das dich abholt. Industrialisierung haben die Amerikaner schon was an. Das gefällt mir aber nicht. Yay. Die Atomtheorie. Wir haben John Dalton bei uns im Land gefunden.
So. Mit Electricity ist irgendetwas zu Ende. Ja, die Great Library. Okay. Genetic Engineering, da gibt es noch ein Weltwunder, das ziemlich nett ist. Und zwar Cure for Cancer. Das macht einen zusätzlichen glücklichen Bewohner in jeder Stadt. Kommunismus, haben wir da auch irgendein Weltwunder eigentlich? United Nations, das ist auch nicht schlecht. Und das Council Marco Polos Botschaft, das ist eh okay, die haben wir nicht wir. Und wir können dann auch Spionage erforschen und Spionage ist schon eine sehr wichtige Sache. Okay, ich glaube, wir haben einen Gewinner. So, ein Tempel in Kildir. Was machen wir als nächstes? Eine Bank. Bank klingt gut. Oder? Na. Machen wir zuerst einmal eine Karawane. Bevor wir die Bank bauen. Das Städten hat auch eine Frachter gebaut. Clove ist nur zu eigenen Städten. Silber. Little Bighorn. Das heißt, das müsste man in Richtung Norden bringen. Luktonummer, da gehen wir gerade hin und Untertar. Schau das an. Zulu-Stadt. Okay, wir nehmen auf jeden Fall mal Wein. Und du darfst als nächstes eine Bibliothek bauen. Wie viele Städte hast du denn nur noch? 2, 4, 5. Jo, klar. Machen wir doch glatt. No, your people are not ready for such knowledge. Ja, wir akzeptieren. Das ist Discussion complete. Whisper und Dizium. Das muss entweder da sein. Oder da sein. Ich hoffe nicht, dass es irgendwo anders ist. Sonst finde ich das ja nie. Yay, und wieder Geld. Das bringt ein wenig das Geld zurück, was wir beim Erobern von Pisa verloren haben. So, in welche Richtung? Richtung Kume werden wir die Straße weiterbauen. Straße. Da ist Untertau. Da gehört die Karawane hin. So, du baust mal deine Straße nach Woodlake, dass es dann einfacher ist, da drüber zu kommen mit meinen Truppen und Sachen.
das Städten wir in Richtung Norden. Wo fahren wir da weg? Gibt es irgendwo eine Stadt, die gerade ein Schiff noch baut? Oh, Freight, Freight, Kildare. Und Atlanta. Und Kufstein. Kufstein ist gleich fertig. Was ist Kufstein? Das heißt, wir gehen nach Klagenfurt. Keep moving. Und zwar bis hierher und nicht weiter. Dann brauchen wir da auch eine Straße. Jetzt ist Klagenfurt auch an der Eisenbahn. Und jetzt fehlt nur noch Irokastel, was die Eisenbahnanbindung betrifft. Und wir fahren jetzt da alle Städte langsam aber sicher. So, du fährst nach Leoben und holst mal diesen Typen hier, der noch da wartet. Den bringen wir vielleicht auf die große Insel da drüben. Da haben wir noch Platz für relativ viele Städte. Die Azteken sind nicht, weil die so haben einen Wechsel an der Macht. Das heißt, sie werden mich jetzt gleich angreifen. Ah, Mist. Freight nicht. Nicht Transporter. Wie heißen die Transportschiffe? Verdammt nochmal. Okay. Na gut, Silk gibt's einige Städte, die das wollen, noch Wood Lake. Das ist okay. Öl braucht noch keiner. Salz braucht auch keiner. Das heißt Silk. Brauchen wir eine Bibliothek als nächstes. Mal. St. Brittenport Ingenieure. Dann auch eine Fabrik. Die Dinger. Nicht Freight. Du fährst da mal zurück. Du fährst da mal weiter. Nicht Straße, sondern eine. Auf der Insel auch wieder einen, der unsere Städte verbessert. So, Kufstein, du stellst einen Typen daher.
nicht darüber, sondern eher zu den Azteken. Go to Oakland. Dort kannst du auf ein Schiff warten. So, von wo aus ist Untata und die anderen Städte am besten zu erreichen? Von Reaching Brook aus, würde ich fast sagen. Dazu bauen wir die Schienen bis daher. Was machst du? Du kümmerst dich um die Straße, um die Eisenbahnlinie da im Norden. Okay, solange es nur. Demokratie, na schau dir was an. Das wird dich aber ziemlich unzufrieden machen, wenn du deine Truppen da draußen rumhängen lässt. Als nächstes ein Tempel, würde ich fast sagen, die sind ja auch gratis, weil Einser-Gebäude sind durch Adam Smiths Zollhaus gratis, alle. Ach ja, ein Aquädukt. So, Kirchdorf, ich war mit dir. Wir könnten da natürlich noch Städte bauen, da unten sind auf jeden Fall noch Städte gebaut. Sollen wir zuerst mithelfen, dass da alles verbunden ist? Oder gleich mal anfangen, die nächsten Städte zu bauen? Ach ja, wieso nicht? Geh mal daher. Oder daher. So, ich spiele schon wieder 20 Minuten. Ich überlege gerade, ob wir diese Runde noch fertig spielen. Dann sind wir im Jahr 1800. Da könnten dann auch die. Achso, na, du bleibst einfach da. Da könnten dann auch die Zeiten. Oder die Zeitabstände in C5 sich wieder ändern. Das heißt, es kann dann sein, dass wir bei C5 dann auch wieder langsamer sind und somit wieder ausgeglichener. Stay with Ships, das war die falsche Taste, die ich da erwischt habe. Will ich, dass du rausgehst. So, wo wir da jetzt mal auch ein Eisenbahnnetz hin.
nicht irgendeine. Einen, der Zebra mag. Du nicht. Du auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Klar. Naja, gut. Ist wurscht. Mit der Silberkarawane schauen wir das da hinten mal an. Kohle brauchen wir schon einige, oder? Du schon. Du nicht mehr. Du auch nicht mehr. Du auch, Xochikalko. Ja gut, dann machst du Geld. So, warte mal, wir brauchen überhaupt Silk. Da irgendjemand wollte Silk auch haben. Ah, da. Gut, da hätten wir eigentlich alles verbunden, bis auf Schwarz. Warum ist Schwarz noch nicht verbunden? Kitzbühel hat sowas gebaut. Vielleicht brauchen wir Klagenfurt doch keine. Und mein Tempel als nächstes. So, wir müssen uns jetzt überlegen. Wir werden dann jetzt Schluss machen. Doch nicht bis 1800 gehen. Aber ich würde mir ganz gerne überlegen, wir brauchen Schiff. Wir brauchen da in Oakland ein Schiff, das uns die Leute da mit den kleinen Inseln verbindet und die Azteken. Dann brauchen wir ein Schiff zwischen der Insel und der römischen Insel. Und zwar am besten in der Nähe von Klagenfurt. Und in der Nähe von Salz. Naja, vielleicht kann man auch ein Schiff machen, das mit der Insel verbindet. Wenn Klagenfurt stationiert sind. Und diese Inseln. Besser wären aber zwei. Wahrscheinlich eines, das mit da unten, also Bregenz und der amerikanischen Insel verbindet, und das andere, das mit der römischen Insel und mit diesen Inselgruppen verbindet. Okay. Das heißt, da brauchen wir auch eins. Und dann brauchen wir noch eins. Hier in Chicago, das diese Insel mit den Azteken verbindet. Und wir brauchen noch eines auf der Insel hier, damit wir zu den Zulus kommen. Und da, ja, schwer zum Sagen. Okay, also dieses Schiff, das da rüber fährt, bleibt einmal hier nachher, nachdem seine Last abgelegt hat. Dann das Schiff, das jetzt gerade da drüben bei den Azteken ist, auf dieser Seite, wird wieder zurück nach Oakland gehen und dort stationiert sein. Gut, aber da ein Schipperdackel. Entweder das wäre ein zweites hier, oder das werden wir verwenden für Salzburg, diese Insel. Das könnte man machen. Und wir haben das Kitzbühelschiff. Das können wir zwischen dieser Insel und der da oben verwenden. Na gut, hätten wir das geklärt. Ich glaube, dann werden wir Schluss machen für jetzt bei Ziff 2. Und ich sage euch noch viel Spaß mit der Ziff 5 Folge, die jetzt gleich anschließend folgt. Bis dann. Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Ziff Comparison. Jetzt auch zum
zweiten Teil. Zu C5. Wir haben das letzte Mal, oder eigentlich das vorletzte Mal, den Songhai ja den Krieg erklärt. Das letzte Mal haben wir Timbuktu erobert. Finde ich sehr gut. Damit sind wir endlich auf unserem Kontinenten alleine wieder. Das Ziel von diesem Krieg wird es sein, Valletta freizukriegen, und zwar wieder als Stadtstaat freizukriegen. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, die die Songhai dazu zu zwingen, dass sie es uns geben. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Meiner Meinung nach wäre es mir sehr recht, wenn wir einfach. Das ist nämlich ein Problem, mit Schiffen irgendwo hinzufahren. Das ist alles immer so mühsam. Vielleicht, wenn wir unsere Truppen vor ihre Städte setzen. Vielleicht wieder dann Frieden und gibt uns Valletta in den Verhandlungen. Aber dazu müssen wir noch etwas warten, weil er verhandelt erst frühestens 10 Runden, nachdem der Krieg begonnen hat. Na gut, ja, machen wir weiter. Wir haben 1795, 1800, eigentlich machen wir nur eine einzige Runde. Deveremos prosperar através do comércio? Der wird uns Kohle geben für Seide. Lieber, wir haben eigentlich Geld. Oder? Ja, passt. Die Kohle habe ich mehr als genug derzeit. Truppen da sind, die die Stadt in irgendeiner Weise einnehmen können. Ach so, Mist, das habe ich total vergessen. Da muss ich ja auch was machen. Blub, blub. Von diesem Dings kommen, von diesem Bogenschützen, beziehungsweise zu dem Bogenschützen, damit ich den Bogenschützen erlegen kann. Round the River wurde ein großer Künstler geboren, das ist ja schön. So, ich überlege gerade, die austauschen. Du gehst daher. Du gehst daher und schießt mal auf den. Irgendwie loswerden. Aber wie stellt sich die Frage? Na egal. Geh mal darauf. Du bleibst mal da stehen. Position aus. Du bleibst doch stehen.
mal. Du gehst vielleicht irgendwie darüber. Schaust du mal die Gegend da oben an. So, Künstler, wir könnten ein großes Zeitalter starten oder ein Kunstwerk. Mach mal ein Kunstwerk. Was bringt's? Utagawa Hiroshige. Was? Hm. Regenschau über der großen Brücke in Atake. So, na dann. Hm. Wir können ihn zum Sanitäter machen. Und hier herstellen und ausrasten lassen. Das geht hier, macht einmal nix. Und du? Huch. Hm. Hey, wir haben Prag gefunden. Schau dir was an. Die schützen ihn alle. Wir schützen keine Stadtstaaten. Sehr gut. Timbuktu ist mit einer Hauptstadt verschwunden, obwohl wir gar keine Straße haben. Das heißt, die haben dort einen Hafen offensichtlich. Ja, das ist der Künstler. So, Kuala Lumpur möchte, dass ihr zwischen eurer und ihrer Hauptstadt eine Straße baut. Na, das lässt sich einrichten. Schade. Ja, okay. So, Produktion. Buffalo Creek. Hm, tatsächlich neige ich dazu, Archäologen jetzt mal zu bauen. Je schneller wir die haben und je schneller wir da unsere Gebiete ausbessern, desto besser. Ein Bautrupp will mit einregen. Da brauchen wir noch ein Opernhaus. Wir könnten noch ein Museum bauen oder eine Kaserne. Schwer zum Sagen. Oder... Hm. Bauen einen Freibeuter. Ein paar Schipernackeln wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir hätten. Okay, an dieser Stelle haben wir für dieses Mal schon wieder Schluss, weil die Civ 2 Passé hat ja 1798 geendet. Ich schau mal, ich hoffe jetzt ab 1800 gehen wir hier auch kürzer voran. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.